Hallo? Ach, Perro, hallo. Ja, ich freue mich auch, aber ist gerade ganz schlecht. Natürlich denke ich an die Knochen. Ja, aber ich muss jetzt wirklich. Perro. Perro. Nach den Teenagern hat die Mobilfunkindustrie jetzt noch leichtere Opfer ausgemacht. Hunde. Die Firma Pets Mobility hat nämlich gerade das erste Handy für Hunde entwickelt. Das sogenannte Pet-Cell nimmt automatisch ab, wenn Herrchen oder Frauchen anruft und erlaubt es beiden Gesprächsteilnehmern, miteinander zu sprechen. Bellen. Außerdem kann Pet-Cell per GPS jederzeit den Aufenthaltsort des Hundes melden und Alarm schlagen, wenn sich das Tier zum Beispiel zu weit vom Haus entfernt. Wäre auch was für meinen Freund. Tja, und nach erfolgreicher Ortung wollen Mensch und Hund ja sicher auch auf ihr Wiedersehen anstoßen. Und da bei einem Schälchen Kranwasser oft nicht die richtige Stimmung aufkommen will, hat die Dogstar-Brauerei jetzt das erste Hundebier gebraut. Happy Tail Ale wurde speziell für Vierbeiner entwickelt und mit Vitaminen angereichert. Allerdings hat es keine Kohlensäure und vor allem keinen Alkohol. Schade, da kann sich Fifi gar nicht Frauchen schön saufen. Ach, entschuldigen Sie kurz. Perro, sag mal, haben wir eigentlich noch von dem Poop-Freeze? Perro? Perro, hast du wieder getrunken? Perro, antworte mir. Ach, Sie kennen Poop-Freeze gar nicht? Also, als Hundebesitzer muss man ja quasi dafür sorgen, dass der Hund keinen bleibenden Eindruck hinterlässt auf der Straße. Und um diese Aufgabe etwas menschenwürdiger zu gestalten, dafür gibt es Poop-Freeze. Denn was für Fußballerbeine gut ist, kann für Hunde, Poop, nicht schlecht sein. Eisspray nämlich. Einfach zielen, draufsprühen und dann das Ganze entsorgen. Oder Hundehassern damit die Scheibe einwerfen. So, nachdem wir jetzt alles Erdenkliche für den Hund getan haben, tun wir jetzt auch nochmal was für uns. Nämlich mit einem kleinen Spielchen. Und diesmal wird nicht geschlagen oder geballert oder so, sondern nachgedacht. Nein, halt, nicht gleich rauslaufen. Das schaffen sogar Sie. Gäste Google heißt das Spiel. Gäste Google benutzt die Google-Bildersuche, um eine Collage von Bildern und Fotos zu generieren. Nun ist es Ihre Aufgabe zu erraten, nach welchem Begriff gesucht wurde. Viel Spaß! Apropos Google, nervt Sie das auch? Im ganzen Internet spricht man zurzeit über das Google-Video mit diesem jungen Russen, der die Wände hochläuft und über Mauern springt, als wäre er gerade der Matrix entsprungen. Bei Google ist das Video sogar als popular gelistet. Aber wenn man als Deutscher draufklickt, kommt diese Meldung hier. Thank you for your interest. Bla 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 bla. Aber damit ist jetzt Schluss. Dank downloadgooglevideos.com. Und zack! Da ist es. Schauen Sie mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn Sie übrigens die Kunststücke dieses russischen Kletterers nachmachen wollen, sollten Sie besser einen Helm aufziehen. Und da Sie vermutlich nicht mal über die erste Mauer kommen, sollte zumindest dieser Helm Eindruck machen. Also am besten Sie gucken da mal bei Noggin Socks vorbei. Da gibt es nämlich originelle Verkleidungen für Sport- und Fahrradhelme, wie zum Beispiel das Human Brain. Und bei Modellen wie T-Rex, Screaming Frog und Nailhead bringen Sie sicher auch Ihre Kinder dazu, in Zukunft mit Helm zu fahren. Und wenn Sie jetzt die Mauer runterspringen, ist das Gehirn, das man sieht, wenigstens nicht Ihres. Wenn Sie generell Spaß an lustigen Kopfbedeckungen haben, dann habe ich hier noch was für Sie. Die Seite balloonhead.com. Für dieses Projekt sind Ballonkünstler Eddie Somek und Fotograf Charlie Ecker 3 Jahre quer durch die Welt gereist. Ihr Ziel? Menschen in aller Welt zu zeigen, die lachen und Spaß haben. Und zwar mit Ballonhüten. Und das Ergebnis können Sie nun auf Ihrer Website sehen. Menschen von Nicaragua bis Indien. Mit großen und mit kleinen Hüten. Und alle haben Spaß. Naja, fast alle. Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Tschüss.